So, hier nochmal eine Übersicht über eine Vitrine. Ich habe nicht alles draufgenommen, sondern nur das, was ich jetzt gerade besonders interessant finde. Das sind mal wieder Ming-Ti, also Töpferwaren, die man als, als Grabbeigaben gefertigt hat. Und hier sieht man zum einen Gefäße unten links, hier. Man sieht aber auch wieder verschiedene Gebäude. Dinge, die wir schon kennen, wie zum Beispiel hier dieser Brunnen. Den habe ich euch ja beim Tinsha Idril gezeigt. Das scheint auch wieder so ein getöpfertes Brunnenoberteil zu sein. Diesmal sieht man, dass da auch ein Dach drüber war. Die Dinger stammen auch aus der Zeit der östlichen Han-Dynastie. Ob jetzt bei den Tinsha, in der Tinsha-Kultur auch Dächer über den Brunnen waren, weiß ich allerdings nicht. Was man daneben sieht, ist so ein Ofen oder ein Herd. Ja, mit einem Ficker davor, hier mit verschiedenen Töpfen. Scheint man von hier vorne befeuert zu haben mit Brennmaterial. Ich weiß nicht, vielleicht hat man ja damals gemeinschaftlich gekocht. Und es gab solche Großküchen, wo man, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber es ist eventuell möglich. Und in der östlichen Han-Dynastie gab es auch ein Bevölkerungszustrom von Norden. Daher kommt auch überhaupt erst die Sitte, diese Ming-Ti zu gebrauchen. Weil natürlich die Leute, die aus dem Norden kamen, also aus dem chinesischen Kernland, auch die Sitten, das war eine Putzfrau, auch die Sitten beeinflusst haben hier. Und entsprechend hat man dann diese Ming-Ti auch hergestellt. Man hat auch Gebäude hergestellt. Hier zum Beispiel das Recht ist ganz schön. Scheint ein einfaches Wohnhaus zu sein und das scheint auf Stelzen zu stehen. Also wahrscheinlich gab es halt an Flüssen auch einfach solche oder in den sumpfigeren Gebieten auch einfach solche Stelzenhäuser, damit man nicht auf nassem Boden lebte. Und was auch interessant ist, hier links bei den Häusern, hier, hier oder hier neben den Türen, da sieht man auch solche Durchbrüche. Und es gibt hier auch so ein Schnitzhandwerk, Holzschnitzhandwerk, das sich wenigstens auf die Tang-Dynastie zurückführen lässt. Vielleicht hat man von früher halt einfach keine Stücke gefunden, weil Holz ja auch einfach ein verderbliches Material ist und das Klima hier ja nicht unbedingt der Erhaltung organischer Materialien zuträglich ist. Vielleicht gab es sowas auch schon früher und das spiegelt sich hier halt einfach in solchen Gebäudeteilen von diesen Ming-Ti wieder. Ist auch ganz interessant, dass man Gebäude auch hier im Süden hat. Dann kann man nämlich zum Beispiel auch die Architektur im Süden mit der Architektur im Norden vergleichen. Also abgesehen von diesen eventuellen Schmuckteilen, wie diesen eventuell Nachbildungen von geschnitzten Wänden oder Türen. Also man kann auch die Gebäude formen oder den Aufbau oder die Dächer oder allgemein mal an verschiedenen Fundorten von Ming-Ti unterscheiden. So, weil ich mich ja für die Han-Zeit und die Grabkultur der Han-Zeit ganz besonders interessiere, muss ich hier mal wieder auf Ming-Ti zeigen. Wir sehen im Hintergrund, Hintergrund rechts ein Gebäude, Hintergrund links ein Gefäß, ein Ding, getöpfertes Ding. Es war nicht unüblich, dass man, auch wenn man das Material Bronze hatte, auch dieselben Gefäßformen auch noch weiterhin als Töpfergefäße hergestellt hat. Und wir haben hier unten wieder allerhand Tiere. Wie schon gesagt, die Grabbeigaben waren halt Nachbildungen von allen möglichen Sachen, die man so im täglichen Leben gebraucht und verwendet hat und so weiter und so fort. Was mir auffällt, ich hoffe, ich war einfach bei den vorherigen Museen nicht zu unaufmerksam und bei den vorherigen Regionen, aus denen ich mir Ming-Ti angeguckt habe. Aber was mir hier auffällt, ist, dass die Tiere nicht einzeln sind, sondern dass man hier ein Rind mit Jungtier sieht, sogar in Interaktion. Die Mutter scheint ihr Junges, ihr Kalb zu lecken. Hier unten ähnlich. Wobei ich mir bei dem unteren nicht unbedingt so sicher bin, ob das wirklich Rinder sein sollen. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also die Jungen sehen eigentlich eher aus wie Hunde bei dem unten rechten. Das hier sieht auf jeden Fall aus wie ein Rind, aber hier könnte ich die Hand nicht für ins Feuer legen. Das sieht wirklich eher aus wie Hunde.
wie dem auch sei, aber was auffällig ist, ist halt, dass die Jungen mit dabei sind. Also es sind keine einzelnen Figuren, sondern die sind so integrierte Figürchen, die da irgendwie mit dran kleben und dranhängen. Wir sehen das auch bei dem Gebäude hier hinten, dass da auch Haustiere hier, hier und Männchen sind, so wie hier oder da, die fester Bestandteil dieses Objektes sind und die da nicht irgendwie zugesät sind. Oben rechts ist auch noch eine Darstellung von einem Reisfeld. Das hatte ich ja in Sichuan gesehen, im Sichuan Bouyuan. Da war auch eine Reisfelddarstellung, aber hier ist auf dem Reisfeld sind zum Beispiel auch noch Arbeiter, die da gerade am Säen und am Pflanzen sind, mit ihren Hütchen, und manche knien da in den Feldern, andere stehen in den Feldern, andere bücken sich. Also da sind die Figuren mit integriert, was mir halt vorher nicht aufgefallen ist bei dem Yunzi. Vielleicht ist das hier eine regionale Besonderheit. So, und wieder ein Mingzi aus der östlichen Han-Zeit. Diesmal passend zur Region. Wir sind ja direkt am Meer, so quasi ein Boot. Wie gesagt, das wurde alles aus dem täglichen Leben dargestellt. Hier sehen wir auch wieder integrierte Figuren, die halt auf dem Boot irgendwie stehen und eventuell arbeiten. Keine Ahnung, was das genau für ein Boot ist, ob das irgendwie ein Handelsboot ist oder ein Fischerboot. Für ein Fischerboot sieht es mir ein bisschen groß aus. Von daher könnte es tatsächlich irgendwie ein Transportschiff für Waren gewesen sein. Guangzhou war ja auch eine Stadt oder ein Teil der südlichen Seidenstraße. Man kennt ja immer nur Seidenstraße als Begriff an sich und denkt dann halt an diesen Landweg über Zentralasien. Das ist die sogenannte nördliche Seidenstraße. Es gibt aber auch noch eine südliche Seidenstraße oder die maritime Seidenstraße. Das ist nämlich einfach der Seeweg, den man über Südchina und Südasien genutzt hat. Gut, in früherer Zeit hatte man noch nicht so viele vernünftige seetüchtige Schiffe, aber meines Wissens hat das auch in der Tang-Zeit ungefähr angefangen, dass man auch angefangen hatte, Seehandel ordentlich zu betreiben. Und nichtsdestotrotz hatte man aber überhaupt Schiffe schon vor der Tang-Zeit natürlich auch. Und entsprechend sehen wir hier die getöpferte Nachbildung eines Schiffes aus der östlichen Han-Zeit.